Hallo, ich bin Fabian Fuchs, bin von der ESCP Europe und studiere gerade am Paris Campus. Ich mache mein zweites Masterjahr und bin heute zu den Recruiting-Tagen hier in Berlin unterwegs. Ich bin Caro und ich studiere im dritten Semester im MIM-Programm, derzeit am Pariser Campus der ESCP Europe, und ich bin jetzt gestern hier nach Berlin gekommen für die Recruiting Days. Ich bin eingeladen zu 3 Roundtable-Gesprächen mit Unternehmen. Das heißt konkret, ich werde erste Kontakte knüpfen und mich mit dem Unternehmen beschäftigen. Andererseits werde ich auch mich an den Ständen informieren und einfach schauen, wo Möglichkeiten sind, sich zu bewerben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es hier eine sehr, sehr gute Ausbildung gibt, also dass es eine sehr gute Mischung aus Theorie und Praxis gibt, dass sehr viele Business Projects angeboten werden, die wir in der Vergangenheit auch schon mal unterstützt haben. Und wir haben einige Trainees von der ESCP eingestellt und deswegen sind wir sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Ich habe jetzt gleich meinen ersten Termin. Ist eher eine informelle Runde, ist sogenannter Roundtable, und es ist einfach eine Möglichkeit, um an die Unternehmen Fragen zu stellen in informeller Runde und auch die vielleicht zukünftigen Kollegen kennenzulernen. Also das Besondere an den Studierenden ist insbesondere ihre Internationalität, ihre europäische Ausrichtung und auch dann darüber hinausgehend die insgesamt internationale Ausrichtung. Das haben wir heute hier erlebt und das war sehr, sehr spannend zu erleben und zu sehen. Die Recruiting Days sind aber auch nochmal eine spezielle Möglichkeit, um einfach mal an einem Tag oder teilweise auch an 2 Tagen nochmal eine gewisse Masse an Studenten unabhängig von speziellen Workshops auch zu finden und auch ganz konkret Interviews mit Kandidaten zu führen. Ja, ich war jetzt gerade beim Speed Dating, konnte in jeweils 10 Minuten 5 Unternehmen kennenlernen und ich fand es super interessant, eben in kurzer Zeit so viel über die Unternehmen zu erfahren, über die Karrieremöglichkeiten, und ich bin zuversichtlich. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich ein Interview bei Roland Berger und ich bin schon sehr gespannt, freue mich auf ein nettes Gespräch. Das Besondere der Partnerschaft mit der ESCP Europe, auch für Proctor, ist einfach der konstante Austausch mit den Studenten, den wir hier haben. Ja, es gibt verschiedenste Events über das ganze Jahr hinweg, die wir hier aktiv auch begleiten. Wir ermutigen alle Studierenden, an diesem Event teilzunehmen, weil sie hier wichtige Entscheidungen für ihre spätere Karriere vorbereiten können. Sie können hier möglichst viele Unternehmen treffen. Und ich möchte die Unternehmen ermutigen, ihre Chancen wahrzunehmen, unsere Studierenden von über 5 Standorten aus Europa hier persönlich kennenzulernen. Ich würde den Studenten raten, dass sie auf jeden Fall herkommen sollen und sich bei vielen Unternehmen, die sie interessieren, bewerben sollen, weil es eine einmalige Möglichkeit ist, in so kurzer Zeit viele Unternehmen kennenzulernen und eben auch neue Kommilitonen. Was ich ganz besonders gut fand, zum Beispiel bei einer Beratung, hat jemand ein Projekt vorgestellt. Da hat man auch mal richtig gesehen, was man eigentlich als Berater dann in der Firma macht und wie man vorgeht in der täglichen Arbeit. Und das fand ich sehr gut. Wir sind sehr zufrieden, gehen mit einem guten Gefühl nach Hause und bin uns ganz sicher, dass wir ein paar Kontakte knüpfen können, von denen wir ausgehen, dass sie auch weiterführen.